LMF-Prozessgaskompressorsysteme sind weltweit in der chemischen und petrochemischen Industrie sowie in der Öl- und Gasindustrie im Einsatz. Jahrzehntelange Erfahrung im Kompressorbau in Verbindung mit einer flexiblen Auslegung nach API 618 ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für unsere weltweit operierenden Endkunden wie Air Liquide, BASF, Sinopec, Shell, Borealis, Kinev, Reliance oder Esso in Zusammenarbeit mit Engineering-Firmen wie ABB Lumus, Linde, Jurong Engineering, Toyo, Fluor Daniel oder Technip. Die LMF-Kompressorsysteme mit flexiblen Hüben von 90, 120, 150, 180, 250 und 360 mm zeichnen sich durch Robustheit, hohe Fertigungsqualität, Zuverlässigkeit, Service- und Wartungsfreundlichkeit sowie durch hohe Verfügbarkeit aus. Drei Baureihen stehen zur Verfügung. Die stehende Prozessgasbaureihe für eine ölfreie Verdichtung bis 250 bar hat sich bereits in unterschiedlichsten Anwendungen bewährt. Triebwerksgrößen von 65 bis 870 kW und 1 bis 3 Verdichterachsen stehen hier zur Verfügung. Die 2- bis 6-achsige Boxerbaureihe mit Größen von 130 bis 6200 kW zeichnet sich durch einen besonders vibrationsarmen Lauf aus. Geschmierte Verdichtungsprozesse von ungesättigten und gesättigten Gasen bis 700 bar können mit diesem Design realisiert werden. Die V-Baureihe mit ihrer besonders kompakten Bauform wird im Leistungsbereich von 130 bis 570 kW gefertigt und besitzt 2 Verdichterachsen. Mithilfe der modular aufgebauten LMF-Baureihen in liegendem, stehendem oder V-Design können schwierigste Anforderungen bei der Verdichtung von technisch anspruchsvollen Gasen wie zum Beispiel Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenwasserstoffe, Ammoniak, Ethan, Propan, Ethylen oder Propylen erfüllt werden. Für spezielle Anwendungen wie Boil-Off-Gas können die LMF-Prozessgaskompressorsysteme für Ansaugtemperaturen bis minus 200 °C ausgelegt werden.